Willkommen bei vom F-Open Wrapper zum Symfony HTTP Client. Ich wollte jetzt keinen kompletten Vortrag nur zur HTTP Client Komponente machen, weil das gibt, glaube ich, nicht ganz so viel Stoff her. Aber weil ich sehr, sehr viel mit Migrationsprojekten arbeite und sehr, sehr viel alten Code sehe, dachte ich mir, nutze ich doch einfach mal mein Wissen und diese ganzen alten Sachen, die ich gesehen habe, und mache mit euch eine kleine Geschichtsstunde und gehe mal von ganz, ganz früher bis zum HTTP-Client. Aber keine Angst, ihr kriegt auch die ganzen neuen Sachen noch zu hören. Von daher, wenn ihr hier seid für diese Symfony HTTP-Client-Komponente, müsst ihr euch ein bisschen gedulden, aber wir kommen dazu, ich verspreche es euch. Ein bisschen zu mir, mein Name ist Dennis Brumann. Ich bin Softwareentwickler bei SensuLabs Deutschland hier in Berlin. Wir haben auch Büros in Köln und in Hamburg und einen inoffiziellen Standort in Osnabrück mit einem Kollegen. Genau, und wie ich schon gesagt habe, ich mache hauptsächlich Migrationsprojekte. Das heißt, ich gehe zu Kunden, die eine Bestandssoftware haben, die kann 2 Jahre alt sein, die kann 15 Jahre alt sein. Und im Normalfall merken die, hey, das Arbeiten damit ist ein bisschen schwerfällig oder wir wollen gerne eine neuere Technologie einsetzen, weil wir sind noch auf Zend Framework 1 und das ist nicht mehr so PHP 7 neu kompatibel. Und dann gehe ich halt mit in diese Projekte und helfe denen, diese Upgrades zu machen, meistens in Richtung Symfony, manchmal aber auch tatsächlich auf dem gleichen Technologie-Stack und einfach nur so mal ein bisschen Frischzellenkur in der Anwendung, damit man mal wieder sauber arbeiten kann und nicht 2 Wochen für ein Feature braucht, sondern vielleicht nur noch 2 Tage. Genau, und im Rahmen dieser Projekte ist immer sehr schön, dass man so eine Art, wie beim Baum diese Scheiben, kann man diesen gerade älteren Softwares schön sehen, wann Teile davon geschrieben wurden, weil dann immer so Layer sind, wo eine bestimmte Technologie gerade super hip und in war. Und entsprechend sehe ich auch regelmäßig ältere Sachen und ich dachte mir, ich zeige euch einfach ein paar davon. Und deshalb gibt es jetzt so eine kleine, kurze Geschichtsstunde in HTTP-Requests mit PHP. Und ich fange mal ganz vorne an mit F-Open. Das F steht eigentlich eher für Files und entsprechend steht da auch Filename als erstes Argument und das ist das, was wahrscheinlich die Leute am ehesten kennen, dass man damit irgendwelche Dateien aufmacht und dann kann man diese Dateien streamen. Wenn man die nicht streamen will, dann könnte man auch direkt File-Get-Contents machen und das Schöne ist, mit beiden Varianten kann man auch einfach eine URL angeben. Das ist vermutlich ein bisschen klein. Ich springe mal kurz in den... Nein, ich springe nicht in den Chrome. Einen Moment, ich wechsle mal das WLAN. Und dann ziehen wir das mal rüber. Oh Gott, eine Sekunde, ich mirror mal das Display. Dann sehe ich auch ein bisschen was. Gut vorbereitet gewesen wäre, hätte ich es gleich gemacht. Da haben wir es. Genau, also hier sieht man den Code ein bisschen größer. Das ist einfach ein ganz normales kleines Test-Command, was ich geschrieben habe, ein Symfony-Command. Und dort im Execute führe ich dann dieses F-Open aus. Ich hoffe, man kann es lesen. Ich zoome mal ein bisschen rein. Und hier sieht man, ich kann einfach eine URL angeben. Und in dieser URL, das ist einfach HTTPS, irgendeine API. Und dann kriege ich am Ende meine Response raus. Dadurch, dass F-Open mir einen Stream zurückgibt, muss ich über diesen Stream erstmal iterieren, kann mir dann aber schön zeilenweise den ganzen Content ausgeben lassen, zum Beispiel eine Variable schreiben und dann am Ende, wichtig, die Connection wieder zumachen und dann habe ich quasi meinen String mit meinen Daten, wo ich dann am Ende nur mal meinen JSON dekodieren muss und alles. Ist jetzt nicht so super spektakulär, aber es funktioniert. Und genau, also so kann ich quasi mit F-Open ganz normal HTTP-Requests abfeuern. Eigentlich einwandfrei. Warum haben wir überhaupt irgendwelche Clients? Funktioniert ja alles. Das Fiese ist, F-Open hat ein paar Einschränkungen und am wichtigsten sind die beiden. Ich kann nicht schreiben und auch nicht appenden. Ich kann halt wirklich nur lesen. Das heißt, ich kann einfache Get-Requests machen, aber sobald ich Header zum Beispiel mitschicken will, bin ich aufgeschmissen oder natürlich bei Post-Requests auch. Also gehen wir einfach einen Schritt weiter. Wir nehmen F-Stock-Open. F-Stock-Open bietet noch ein paar mehr Parameter. Das ist richtig Oldschool PHP. Man sieht das schön an diesem Error-Number und Error-String. Die werden per Referenz reingegeben. Ich muss 2 Variablen mitgeben, in denen dann die Fehlercodes reingeschrieben werden und die Fehler-Message, damit ich diese Variablen nach dem Ausführen dieser Methode habe und daraus die Messages auslesen kann. Ich kriege keine Exceptions und nichts. Ich gebe die Variablen rein und die werden dann einfach für mich beschrieben. So hat man das halt früher gemacht.
Genau, mit FStock Open habe ich dann am Ende wieder einen Stream raus, aber der Vorteil ist, ich kann nicht nur fgets benutzen, ich kann auch mit fwrite da reinschreiben oder mit fputs und entsprechend kann ich meine API einfach jetzt auch mit Post-Requests befeuern. Schauen wir uns das mal an. Ich springe mal wieder in den Chrome rein. Moment, jetzt sehe ich den bei mir nicht so ganz. Ich muss mal kurz aus der Präsentation raus. Perfekt. So, scrollen wir wieder nach unten zum Execute. Selbes Spiel. Wir machen zu Anfang unsere Verbindung auf, aber hier sieht jetzt schon was komisch aus. Anstatt dass ich mit HTTPS API in Users irgendwas reingehe, mache ich auf einmal SSL, das ist schräg. Aber immerhin, der 443-Port, also HTTPS, wenn man sich überlegt, ganz klar, HTTP over SSL, das heißt, es ist einfach eine SSL-Verbindung, die ich hier habe. Und ist jetzt halt weniger bequem. Und leider ist mein Pfad ein bisschen weggefallen. Den muss ich nämlich händisch übergeben, weil bei FStock Open schreibe ich jetzt ein richtiges Request. Ich bin quasi auf der Protokollebene unten. Ich schreibe erstmal meinen GET. Ich sage, was für ein Content-Type, bei welchem Host bin ich. Und am Ende muss ich meine Connection auch zumachen. Das bedeutet auch, wenn ich Post mache, muss ich erstmal meine Postdaten sammeln, damit ich weiß, wie lang der ist, damit ich auch einen Content-Length-Header mitschicken kann. Also auch nicht so super bequem, aber es funktioniert. Und am Ende sieht es genauso aus. Das Schöne ist, ich kriege auch meine ganzen Response-Header zurück, nicht nur den Response-Content. Das heißt, ich kann ja auch die Header auslesen. Von daher, hurra, eigentlich haben wir alles, was wir wollen. Wir brauchen gar keine HTTP-Clients. Ich gebe aber zu, so richtig bequem zu benutzen ist das nicht. Ich würde auch nicht unbedingt empfehlen, dass ihr das jetzt in euren Projekten einbaut. Von daher, ich überspringe jetzt einfach mal die Phase mit Curl direkt zu benutzen. Das ist so ein Mittelding, das ist okay zu bedienen, aber auch schon nicht so super toll. Und von daher hat sich dann irgendwann mal jemand hingesetzt und gedacht, eigentlich geht das doch viel einfacher, ich mache da eine Library und dann muss sich nicht jeder mit diesem Protokollmist beschäftigen, den sowieso keiner liest beim RFC. Und dann ist es alles für die Leute ein bisschen einfacher. Und entsprechend kam dann irgendwann mal Guzzle. Ihr braucht euch das Ding nicht mitschreiben, weil das ist noch Guzzle 3. Das ist ein bisschen älter. Ich wollte es mit reinnehmen, weil das so ziemlich das ist, wo die meisten Leute, die Guzzle nutzen, eigentlich mit eingestiegen sind. Ich zum Beispiel auch. Das ist auch das, was ich noch am ehesten in Projekten sehe. Das Gute ist, wenn ihr Symfony 3 oder Symfony 4 benutzt, braucht ihr euch keine Sorgen machen, dass ihr das bei euch drin habt, weil das würde gar nicht funktionieren, weil Guzzle benutzt den Event-Dispatcher von Symfony 2. Das heißt, in einer 2.7 oder 2.8 Anwendung, wo ihr Guzzle 3 drin habt, könnt ihr entsprechend auch nicht auf Symfony 3 oder 4 einfach so upgraden. Ist ein bisschen nachteilig, aber da das Ding schon eine ganze Weile alt ist, sollte das hoffentlich nicht mehr ganz so ein akutes Problem sein wie früher. Und das Guzzle 3 Team hat das sogar selbst gesagt und gibt inzwischen auf der README-Seite an, hey, hier ist eine ganze Latte von Sachen, die wir nicht gefixt haben in Guzzle 3, steig einfach mal auf eine Folgeversion auf. Und das Problem ist, wenn wir von Guzzle 3 zum Beispiel jetzt auf Guzzle 5 upgraden wollen, dann haben wir das Problem, dass sich im Code auch tatsächlich Sachen geändert haben, wie ich jetzt meinen HTTP-Client aufrufe, wie ich mit dem Request umgehe. Und weil das entsprechend ein bisschen ungünstig ist, wenn ich Libraries habe, die Guzzle 3 benutzen und ich will Guzzle 5 benutzen, hat man sich dann überlegt, lasst uns einfach einen neuen Vendor-Namespace anfangen. Den nennen wir Guzzle HTTP. Und entsprechend kann ich Guzzle 3 und Guzzle 5 gemeinsam benutzen und ich kann die Sachen bequem rüber migrieren. Das heißt, in der Symfony-Anwendung, die aktuell ist, könnte ich mir jetzt zum Beispiel auch ganz bequem Guzzle 5 reinziehen und das würde funktionieren. Und es gibt sogar schon Guzzle 6, was ich genauso reinziehen könnte. Das Fiese ist, an der Stelle habe ich genau dieses Problem, was ich von Guzzle 3 zu Guzzle 5 nicht hatte. Ich kann nicht einfach so Guzzle 5 und Guzzle 6 parallel benutzen. Und das ist quasi genau das Problem, das wir dann so in den Heydays der HTTP-Clients so ein bisschen hatten. Es gab dann tatsächlich drei maintainte Guzzle-Versionen, Guzzle 3, Guzzle 5, Guzzle 6, oder ich weiß nicht mal unbedingt maintained, aber durchaus aktiv benutzt. Und die konnte man nicht wirklich zusammen benutzen. Also Guzzle 3 und Guzzle 6 schon, Guzzle 3 und Guzzle 5, aber 5 und 6 nicht. Und wenn ich dann irgendwelche Libraries benutze, die HTTP-Calls machen mit einem dieser Libraries, dann komme ich entsprechend in Dependency-Konflikte. Und das ist kein Problem, was man irgendwie theoretisch potenziell hat, sondern das war tatsächlich real, so regelmäßig in Projekten.
Das einfach nur mal so, wie dann mit Guzzle 6 das Request Handling aussieht. Man erzeugt ein Request-Objekt, gibt dem mit, was für eine Methode, welche URL, übergibt dieses Request dann dem HTTP-Client, dass man das Request senden möchte und kriegt dann entsprechend eine Response zurück und hat dann noch so ein bisschen Try-Catch darum, wenn es irgendwelche Probleme gab. Also zumindest von der Verwendung her deutlich angenehmer als FOpen und FSOCOpen, aber wir haben den Nachteil, wenn ich jetzt in meiner Anwendung zwei Libraries mit unterschiedlichen Guzzle-Versionen benutzen will, dann habe ich vermutlich ein großes Problem. Und weil dieses Problem tatsächlich regelmäßig auftrat und weil sich dann Leute dachten, hey, dann will ich in dieses Problem nicht reinlaufen, ich benutze einfach kein Guzzle, ich schreibe mir meinen eigenen HTTP-Client. Also gefühlt war es zumindest so, denn es gibt sehr, sehr viele verschiedene Varianten. Send hat einen eigenen, Cake hat einen eigenen, Symfony hat jetzt einen eigenen, da kommen wir gleich später nochmal drauf. Aber es gab dann tatsächlich viele, die zu Frameworks gehören, die Standalone waren. Und dann hat man keine Versionskonflikte mehr, weil man jetzt einfach fünf verschiedene HTTP-Clients benutzt. Aber man muss jetzt plötzlich die Syntax von fünf verschiedenen HTTP-Clients lernen, wenn man die selber aktiv benutzen will, was irgendwie ungünstig ist. Und entsprechend kam dann Tobias Nyholm und hat sich gedacht, hey, ich habe da eine ganz clevere Idee. Wenn wir jetzt sowieso so viele Clients haben und die alle eigentlich das Gleiche machen, dann kann man die sich doch mal in Ruhe angucken und gucken, was ist so der kleinste gemeinsame Nenner, was ist so die Abstraktionsschicht, die wir da rausziehen können. Und das hat er dann gemacht und hat das Ganze HTT-Plug genannt. Ich muss mal die T's mitzählen, weil ich gerne drei sage statt zwei. Und dieses HTT-Plug stellt dann verschiedene Adapter bereit zu den einzelnen Libraries. Das ist mal die aktuelle Liste. Da sind auch diverse Adapter mit dabei, Artax zum Beispiel, wo ich keine Ahnung habe, was das ist. Aber es sind zumindest auch die gängigen dabei. Und wenn man zum Beispiel den Guzzle 6 Adapter anguckt mit 14 Millionen Downloads, der ist weit abgeschlagen. Als nächstes kommt dann der Curl Client mit 4 Millionen. Aber immerhin, ich kann jetzt quasi in meiner Library einfach sagen, dass ich HTTP-Plug benutze, diese Abstraktion. Und mich interessiert gar nicht, welchen tatsächlichen Client der Benutzer, der dann plötzlich meine Library benutzt, in seiner Anwendung tatsächlich benutzt, sondern er gibt mir irgendeinen Client rein und ich verlasse mich darauf, dass meine Abstraktion ihm mitteilt, der Client ist kompatibel oder ich habe entsprechend einen Adapter dafür und von daher kann ich damit umgehen und ich muss mich quasi nur an diese Adapterlogik halten und alle dahinter geschalteten Clients sind mir komplett egal. Und das ist dann tatsächlich auch das, wie man aus dieser Dependency-Hölle ein bisschen rauskommt, unter der Annahme, dass die Libraries natürlich alle HTTP-Plug einsetzen. Dann kann ich bei mir auch HTTP-Plug benutzen, und kann dann zum Beispiel den Guzzle 5-Adapter benutzen, wenn ich in meiner alten Anwendung bin. Ich kann den Guzzle 6-Adapter benutzen, natürlich immer noch nicht beide gemeinsam, aber ich kann mir meinen Adapter zumindest frei aussuchen und meine Library muss sich nicht mehr darum kümmern, dass sie vielleicht nicht mehr mit verschiedenen Frameworks inkompatibel ist oder mit verschiedenen anderen Bibliotheken, weil sie gar nicht mehr von einem konkreten HTTP-Client abhängt, sondern nur von dieser Abstraktion. Und das sind quasi auch diese großen Ziele von HTTP-Plug gewesen, dass man einfach die Library-Entwickler dazu überredet, hey, benutzt doch einfach diese Abstraktion anstatt der Implementation, um diesen Dependency-Hölle ein bisschen in den Libraries wieder aufzulösen. Und um das Ganze auch zu schaffen, dass die Leute das aktiv benutzen in ihren eigenen Projekten, in den Libraries, hat man dann entsprechend auch versucht, diesen Code möglichst gut zu gestalten. Es soll ein hochqualitatives Produkt sein, es soll ein Test da sein, es sollen viele Adapter angeboten werden, damit das auch tatsächlich einen Mehrwert für die Leute hat, umzusteigen. Und wenn man das denn schafft und diese Abstraktion auch wirklich von den Leuten angenommen wird und in den Libraries benutzt wird, dann kann ich daraus ja irgendwann mal einen Standard ableiten. Und das ist dann auch das, was passiert ist. Tobias Nürnberg hat sich dann darum gekümmert, dass es dem PSR 18 diese HTTP-Client-Abstraktion gibt. Und in der Beschreibung dieser vom PSR 18 findet man tatsächlich auch in den Goals genau dieses Ziel wieder, was schon HTTP-Plug hatte, dass man einfach Library-Maintainern ermöglicht, losgelöst von der tatsächlichen Implementierung HTTP-Client zu schreiben. Schauen wir uns das einfach mal ganz kurz an. Wie sieht das jetzt aus, wenn ich das tatsächlich mache? Ich habe, so wie bei Guzzle, einen Request. Dieses Request-Objekt erzeuge ich. Ich sende es über einen Client. Das heißt jetzt nicht mehr einfach nur Send, sondern Send-Request. Und ich kriege eine Response zurück. Von daher, hey, das ist ja super. Wenn ich Guzzle 6 kenne, dann komme ich mit dieser Abstraktion ja super aus. Aber Moment, das ist ein bisschen schräg.
Warum steht da Guzzle? Warum use ich Guzzle? Das Problem ist, wir erzeugen jetzt ein Request-Objekt direkt. Das ist ein PSR7-Request, also auch ein standardisiertes, aber aus einer bestimmten Library heraus, aus Guzzle. Und entsprechend habe ich jetzt doch wieder eine Abhängigkeit in meinem Code zu einer konkreten Implementierung. Ärgerlich. Aber da gibt es zum Glück einen Weg herum. Und zwar PSR17, die Message Factory. Und entsprechend habe ich einfach eine Inversion sozusagen, dass ich nicht mehr meinen Request selbst erzeuge, sondern dass ich mir eine Klasse reingeben lasse, diese Request Factory. Die kann auch aus einer beliebigen Library kommen. Ich sage einfach nur anhand des Interfaces, ich brauche so eine Factory. Die Factory erzeugt mir dann ein konkretes Request. Ich weiß zu dem Zeitpunkt aber tatsächlich noch gar nicht, welches das ist, weil ich kann wieder verschiedene Clients haben. Da verlasse ich mich also auf dieses Request-Interface, das gebe ich rein, kriege auch wieder eine konkrete Response zurück und sowohl die Factory als auch das Request als auch der HTTP-Client können jetzt von verschiedenen Libraries kommen, die können aus der gleichen Library kommen und dadurch, dass ich mich nur auf diese Interfaces beziehe, bin ich super flexibel, habe jetzt aber natürlich den Code wieder ein bisschen komplizierter gemacht und das Nervige ist, ich wollte eigentlich nur einen HTTP-Client haben. Ich konnte das früher nativ machen, dann habe ich mir eine Library reingezogen und jetzt ziehe ich mir tatsächlich ein PSR18 rein, den Client, ich hole mir eine PSR7, eine Message-Library rein und vielleicht noch eine HTTP-Factory-Library. Also irgendwie fühlt sich das wieder wie ein Schritt zurück an, aber wenigstens bin ich entkoppelt. Von daher eigentlich ein fairer Kompromiss, wie ich finde. Schauen wir uns mal kurz an, wie dieser HTTP-Client funktioniert aus dem PSR. Wie gesagt, ich gebe dieses Request rein, das ist erstmal nur ein Request-Interface. Entsprechend kann es da Probleme geben, dass, je nachdem, was ich für eine Library ich habe, kann es sein, dass ich ein invalides Request mir da zurechtbauen kann. Wäre ungünstig, ist vielleicht nicht die beste Library dann, aber weil das passieren kann, sagt PSR18 direkt, hey, wir haben hier eine Request-Exception-Interface, wenn mein HTTP-Client merkt, dass irgendwas mit dem Request nicht stimmt, was ich reinbekommen habe, weil der Client unter Umständen nicht mal Selbstkontrolle darüber hat, was für ein Request das ist, dann kann der einfach so eine Exception werfen und sagen, hey, nee, das Ding kann ich irgendwie nicht verarbeiten. Ansonsten, wenn das funktioniert, sendet er dann entsprechend so dieses Request raus und versucht das Ganze dann in so ein Response-Interface umzuwandeln. Da kann es wieder zu Problemen kommen. Ich kann zum Beispiel Timeouts haben, ich kann irgendwelche DNS-Probleme haben oder ähnliches. Das sind aber normalerweise alles Probleme auf der Infrastrukturebene. Das heißt, beim Versenden dieser Response, die werden tatsächlich von PSR 18 abgefangen mit dieser Network Exception. Und was der Standard explizit sagt, ist, Clients, also HTTP-Clients, dürfen Responses, die zurückkommen, auch wenn das Fehler-Responses sind, nicht einfach so als Exceptions oder als Error-Conditions annehmen. Weil ich ja tatsächlich auch bei einer 500er-Response erfolgreich meinen Request verschickt habe und erfolgreich eine Response zurückbekommen habe, in der Response steht drin, dass das, was ich machen wollte, nicht funktioniert hat. Ich habe da einen Fehler-Case, aber das, was mein HTTP-Client machen sollte, das hat einwandfrei funktioniert. Von daher eine absolut valide Annahme, aber führt jetzt natürlich auch wieder dazu, dass so wie ich meinen PSR7 und PSR17 Library einbinden muss, bin ich jetzt auch wieder als Nutzer in der Verantwortung, mich darum zu kümmern, was ist denn jetzt, wenn hier eine Fehler-Response zurückkam, wenn ich einen 500er-Status habe. Und ich schreibe entsprechend wieder Glue-Code, oder ich hänge mich an einen PSR18-Client dran, der das für mich macht, der so ein Error-Handling sozusagen aufbaut und mir auch Exception wirft, wenn ich eine Fehler-Response habe. Aber dann kopple ich mich wieder an diesen spezifischen HTTP-Client. Und das ist tatsächlich so dieses eine kleine Manko an diesen ganzen PSR18-Geschichten. Man kann es schaffen, dass man sich aus Versehen doch wieder Vendor-Login quasi in einen bestimmten HTTP-Client reinbaut, ohne das zu merken. Und der andere Nachteil ist, der PSR18-Standard versucht natürlich, diesen kleinsten gemeinsamen Nenner zu bilden, entsprechend zu abstrahieren. Das heißt, der Standard sagt nichts dazu aus, wie kann ich zum Beispiel meinen Client konfigurieren, wenn ich bestimmte Header immer mitschicken möchte, Authentifizierung zum Beispiel. Dann kann ich das zwar mit meinem PSR18-Client machen, aber ich muss immer noch gucken, wie sieht das jetzt genau für diesen Client aus, wie ich das machen muss. Das PSR18 sagt auch nichts dazu aus, wie ich zum Beispiel asynchronen Requests verschicken kann, also dass ich quasi mehrere Requests gleichzeitig oder in kurzer Abfolge verschicke und dann auf die erste Response reagiere, die ich zurückbekomme, auch wenn es nicht vielleicht mein erstes Request ist.
Das können unter Umständen PC-18-Clients, aber ich logge mich dann wieder entsprechend ein. Das gleiche mit HTTP 2 oder HTTP 3 Features, wenn ich da auf meinem Request bestimmte Sachen nutzen will, dann kann ich relativ generisch über Header den ganzen Kram lösen, aber wenn ich eine Library habe, die mir dann irgendwelche Helper-Methoden anbietet, dann bin ich wieder an diese Library gekoppelt. Das heißt, auch wenn mir PSR18 diese Entkopplung ermöglicht, in meiner Anwendung will ich diese Entkopplung vielleicht gar nicht so sehr haben, weil ich dann plötzlich wieder sehr, sehr viel Code schreibe, der mich eigentlich gar nicht interessiert. Und damit kommen wir jetzt zum spannenden Teil, Symfony und den neuen HTTP-Client, der mit 4.3 dazukam. Den könnt ihr euch mit Symfony HTTP-Client einfach in eure Anwendung ziehen. Das muss keine Symfony-Anwendung sein, aber logischerweise bei Symfony 4.3 funktioniert das einwandfrei. Und wenn ihr bestimmte Features in Symfony benutzt, kann es sogar sein, dass die sich implizit auf diesen Client berufen. Zum Beispiel gibt es ein neues Feature, dass man Passwörter prüfen kann gegen eine API, ob dieses Passwort unsicher ist, weil das schon mal in dieser Datenbank auftauchte mit geleakten Passwörtern. Entsprechend wird dann dieser SHA-Hash einfach rübergeschickt per API und das funktioniert über den HTTP-Client. Für Symfony würde ich wenig Sinn machen, quasi einen spezifischen Client reinzuziehen, der nicht Symfony ist, weil dann hat plötzlich Symfony eine Kopplung an Gazelle 6 zum Beispiel. PSR 18 macht auch nicht so viel Sinn, weil dann sage ich zwar, ich brauche einen Client, mein Benutzer kann sich das auswählen, aber ich kann im Symfony-Code nicht darauf optimieren, dass meine Requests wirklich schnell und effizient sind, im Zweifel zwar asynchron sind. Und von daher macht es natürlich für das Symfony-Team und für Symfony-Funktionalitäten selbst und Symfony-Komponenten absolut Sinn, eine eigene Komponente zu haben. Das heißt aber nicht, dass es für euch als Anwendungsentwickler auch Sinn macht, diese Komponente weiter zu benutzen, zwangsläufig. Aber ich versuche jetzt mal ein bisschen zu zeigen, dass, ja doch, das kann durchaus hilfreich sein. Gucken wir uns erstmal noch kurz das Composer JSON an. Das hat relativ wenig Anforderungen, es braucht den PSR-Log, es hat Anforderungen auf die Client-Contracts, das ist einfach nur quasi die Symfony-eigene API, die Interfaces, so ähnlich wie HTTP-Plug Interfaces bereitstellt, macht Symfony das auch und ein Polyfill in PHP und gleichzeitig bietet es aber auch Client-Implementationen für diese Library, für PSR selbst auch, da kommen wir gleich nochmal drauf zu und so sieht das Ganze aus. Das Ganze ist nochmal eine ganze Ecke eingeschrumpft. Ich habe jetzt einfach nur meinen HTTP-Client und ich sende das Request los. Und wenn man sich das überlegt, macht das eigentlich mega Sinn. Warum brauche ich eigentlich einen PSR7-Request und so eine Request-Factory? Dieses Request macht für mich an der Stelle eigentlich gar nicht so viel Sinn. Ich will einfach nur einmal sowas wegschicken und dann was bekommen. In meiner Anwendung selbst, dass Symfony so ein Request-Objekt hat oder wenn Zend-Framework so ein PSR7-Request benutzt oder irgendein anderes Framework, dann macht das Sinn, weil ich einen Request von meinem Benutzer empfange und bis ich die Response zu meinem User rausschicke, will ich dieses Request behalten und will das vielleicht nochmal anreichern mit Attributen wie zum Beispiel meinen Routing-Informationen. Das heißt, in meinem Anwendungskontext möchte ich gern so einen Request haben, um bestimmte Sachen zu merken und darauf reagieren zu können. Aber wenn ich einfach nur einen Request wegschicke, dann will ich das einmal machen und danach interessiert mich dieses Request eigentlich nicht mehr. Von daher, warum einfach diesen Mehraufwand machen und dieses Request generieren? Und das Schöne ist, dass ich entsprechend auch einfach nur Informationen an diese Funktion rangeben kann. Ich kann Query-Parameter mitschicken, die auch automatisch für mich abgesichert werden. Ich kann JSON reinschicken, ich kann einen Body mitschicken, ich kann Header mitschicken und habe das alles direkt an einer Stelle und muss mir nicht zig Objekte und Libraries und sonst was merken. Der kleine Nachteil ist, dass es sehr, sehr Array-basiert ist. Das heißt, man muss sich ein bisschen diese Keys angucken und ein bisschen lernen. Das ist vielleicht noch ein bisschen unschön, aber prinzipiell ist es eine schnelle und bequeme Art, ohne dass man extra Abhängigkeiten hat wie PSR 7. Und der andere Vorteil ist, weil der PSR-Client diese Fehlerbehandlung sozusagen nur auf Infrastrukturebene macht, dadurch, dass wir jetzt einen eigenen Client haben, der sich nicht unbedingt an PSR 18 halten muss, weil wir in unserem eigenen Ökosystem sind, kann ich diesem Client zum Beispiel auch die Funktionalität mitgeben, dass ich tatsächlich auch auf bestimmte Fehler reagiere, sowas wie auf Redirections oder dass, wenn ich einen Serverfehler habe, oder sowas wie ein 404-Fehler, dass ich da tatsächlich Exceptions bekomme, anstatt dass ich mir selbst diese Response angucken muss und gucken muss, ist das denn jetzt wirklich eine Success-Response oder nicht. Und man kann das Ganze tatsächlich ausschalten. Diese ganzen Sachen werden auf der Response gesetzt, mit so einem lustigen kleinen Flag. Da gab es auch schon einige Leute, die sich beschwert haben, dass es nicht ganz so schön aussieht. Stimme ich mit zu, aber auf der anderen Seite ist es halt super bequem und schnell und von daher
spricht aus meiner Sicht auch nichts dagegen. Und es macht auch tatsächlich Sinn, weil wir sehen, wir sind ja auf der Response und gar nicht auf unserem Client. Weil wir können dieses Handling jetzt pro Response setzen und nicht mehr nur pro Client. Und von daher macht es auch keinen Sinn, das irgendwie zentral irgendwie gemanagt zu machen, sondern ich will das quasi an der Stelle, wo ich meine Response verarbeite, kann ich genau entscheiden, ob ich jetzt Fehlerhandling haben will oder nicht. Und dann braucht man diese Response nicht nochmal extra irgendwas reinstecken und konfigurieren. Von daher ist es, glaube ich, der bequemste Weg, um das zu realisieren. Und das Spannende ist tatsächlich auch noch der Kommentar, der über diesem Response-Interface drüber steht, a lazily retrieved HTTP-Response. Das ist nämlich die Besonderheit an dem HTTP-Client. Symfony's HTTP-Client selbst ist quasi gar nicht die ausführende Logik, um das Request zu machen, sondern das steckt alles in der Response drinne. Das sind entsprechend auch etwas größere Objekte. Der Vorteil ist, dass jede Response für sich quasi erst, wenn ich zum Beispiel meine Header oder meinen Content abrufe, erst das Request losschicken kann. Das heißt, ich habe meinen Request vorher gebaut, dem HTTP-Client gesagt, er soll mir daraus eine Response geben und ich habe eine Response, bevor ich irgendwas weggeschickt habe an irgendwelche Server. Das heißt, wenn ich mich irgendwie entscheiden sollte, diese Response wegzuwerfen, habe ich kein unnötiges Netzwerk-Request gemacht. Wenn ich mir nur die Header anschaue, habe ich nur die Header geladen, ohne den Content, weil der HTTP-Client automatisch quasi danach stoppt und den Header zurückgibt und ich kann ihn angucken und wenn ich sage, hey, die Header sagen mir schon genug, ich brauche gar nicht mal den Content laden, schon habe ich mir wieder ein bisschen Netzwerk-Traffic gespart. Was da ein bisschen speziell ist, ist das Get-Info, das wir da unten sehen. Dadurch, dass unsere Response quasi ab und zu mal Daten laden könnte oder auch nicht, gibt dieses Get-Info mal passende Info aus und mal nicht, in manchen Fällen zumindest. Wenn man zum Beispiel den Statuscode abfragt, bevor man überhaupt die Header geholt hat, dann kann uns diese Get-Info diesen Statuscode gar nicht nennen. Sobald wir einmal Get-Headers aufgerufen haben, ist sie drin. Also das ist tatsächlich ein bisschen speziell. Wenn ihr mit dem Get-Info arbeitet, müsst ihr ein bisschen aufpassen. Genau, ansonsten all diese ganzen Nachteile, die wir mit PCR 18 hatten, beziehungsweise durch diese zusätzliche Abstraktion, dass wir nicht genau wissen, wie müssen wir einen Client konfigurieren, das haben wir jetzt auch nicht mehr, weil wir haben einen spezifischen Client. Entsprechend kann ich den auch direkt im Framework integriert super einfach konfigurieren, direkt in meiner Framework-Konfiguration. Ich kann mir auch mehrere HTTP-Clients, sogenannte Scoped-Clients, erstellen, die dann zum Beispiel bestimmte Header schon vorgesetzt haben, sodass ich ein bisschen mir verschiedene Clients für verschiedene Requests bauen kann. Ich kann super einfach HTTP-Caching machen. Und zwar, wenn ich eine Response bekomme, die bestimmte Caching-Informationen hat, wird die dann entsprechend in meinem HTTP-Cache abgelegt, den ich definiert habe. In dem Fall, gerade in der Doku ist das Beispiel mit dem Dateisystem. Und wenn ich das nächste Mal so eine Request abschicke und meine Header noch aktuell sind, dann wird der Client gar keinen Request wegschicken, sondern wird sich aus diesem Cache bedienen. Prinzipiell ein super tolles Feature, wenn man viel mit APIs arbeitet und diese APIs tatsächlich auch passende Caching-Informationen entsprechend ausliefern, dass das ein bisschen schonender ist. Und das heißt nicht, dass PCR 18 das nicht kann, nur PCR 18 Libraries. Das Problem ist, dass wir da halt uns nicht in unseren Libraries drauf verlassen können, weil wir halt sagen, wir sind in dieser Abstraktionsebene, wir wissen nicht genau, wie der Client das implementiert, von daher kann ich leider nicht sagen, ob ich das jetzt nutzen kann oder nicht, weil ich nicht weiß, welchen Client später derjenige, der meine Library benutzt, tatsächlich verwendet. Und diese Einschränkung haben wir quasi aufgehoben. Es gibt tatsächlich auch andere Wege darum, wenn wir zum Beispiel an HTTP-Plug denken, das ist eine Abstraktion, die ist sogar inzwischen PCR 18 kompatibel, weil er hat den Standard mit abgebaut. Das heißt, HTTP-Plug kann zum Beispiel auch Plugins bereitstellen, um so ein HTTP-Caching zu machen. Also es gibt auch noch andere Wege drumherum, aber hier ist es wenigstens super bequem konfiguriert und genau für unser Ökosystem vorbereitet. Genauso habe ich tolle Komfortfunktionen, was ich vorhin schon meinte. Ich kann zum Beispiel sagen, dass mein Buddy JSON ist und ich kann dann einfach ein Array oder irgendwas JSON-serializable reingeben und dann kümmert sich mein HTTP-Client darum, dass daraus wirklich ein JSON-Buddy wird in meinem Request. Und nach all diesen tollen Sachen, die das Ganze bequemer machen und weswegen man sagen könnte, hey, ja, das ist ja ganz toll, muss man auch ganz klar sagen, hey, Moment, wir hatten ja ganz zu Anfang auch das Problem, was ist denn jetzt, wenn ich von Gazelle 5, Gazelle 6 denke, mit den verschiedenen Versionen, in das Problem kann ich doch jetzt eigentlich auch wieder reinlaufen. Ich habe Symfony 4, ich will auf Symfony 5 wechseln und plötzlich ist mein Client inkompatibel oder ich benutze irgendwelche Bundles. Dazu muss man fairerweise sagen, ja, dieses Problem könnte theoretisch bestehen.
es könnte Breaking Changes geben und eine Library könnte diesen Symfony 5 HTTP Client benutzen. Ich bin vielleicht noch auf Symfony 4, dann kann ich diese Library nicht nutzen. Der Vorteil ist, dass das Symfony-Ökosystem eigentlich sehr aktiv ist. Wenn man zum Beispiel an Bundles denkt, von Symfony 3 auf Symfony 4, hat das relativ gut funktioniert. Die wichtigsten Bundles sind definitiv abgeredet. Es gibt noch ein, zwei Bundles, die nicht aktualisiert wurden, die man vielleicht dann händisch im Composer.json noch anpassen muss und vielleicht im Code. Sowas könnte passieren, aber dann weiß man immerhin auch, dass diese Library veraltet ist. Also es ist okay. Vor allen Dingen auch hinter dem Hintergrund, dass Symfony selbst eine klar definierte Timeline gibt, wann es Releases gibt. Alle zwei Jahre gibt es einen Major Release. Das heißt, alle zwei Jahre kann ich mich darauf einstellen, dass es unter Umständen Breaking Changes gibt. Und wenn ich in einer Symfony-Anwendung bin, dann habe ich zusätzlich auch noch die Garantie, dass ich entsprechend meine Deprecation Warnings bekomme. Das heißt, mein Symfony 4 Client bietet im Normalfall schon die neuen Funktionen an und warnt mich, dass bestimmte Funktionen, die ich jetzt benutze, veraltet sind und in Symfony 5 entfernt werden, aber die bleiben in Symfony 4 die ganze Zeit aktiv und ich habe die ganze Zeit, dass ich Symfony 4 nutze, die Hinweise, hey, wenn du upgraden willst, das wirst du anpassen müssen früher, aber ich kann theoretisch sogar schon die neuen Features mitnutzen. Es kann natürlich trotzdem sein, dass ihr sagt, hey, das ist mir ein bisschen zu risky, ich will das nicht so aktiv nutzen. In dem Fall funktioniert es tatsächlich sehr bequem, dass der Symfony HTTP Client auch einen PSR 18 Client mitliefert. Das heißt, wenn ihr sagt, ich will lieber auf PSR 18 sein, um diese Absicherung zu haben, dass ich nicht so ein Login habe in meinen HTTP Client, dann funktioniert das auch, indem man sozusagen HTTP Client von Symfony benutzt, aber basierend auf dem PSR 18 Standard. Das sieht dann in der Konfiguration so aus, dass das wird schon in der Framework-Konfiguration für einen gemacht, darum auch diese XML-Konfiguration. Man hat dann so einen PSR18-Client von Symfony, der bekommt den richtigen HTTP-Client reingereicht, zusätzlich die bekannte in dem Fall die Response-Factory, um quasi das Response-Objekt zu erzeugen und eine Stream-Factory. Das Request wird quasi ja selbst reingereicht, also wir brauchen nur Response Factory. Die Stream Factory hatten wir tatsächlich noch nicht besprochen. Das ist tatsächlich, wenn ich einen Response zurückbekomme mit PSR 7, dann ist das kein String, sondern dann ist es immer ein Stream, den ich quasi dann in einen String umwandeln müsste. Und entsprechend brauche ich da auch wieder eine Abstraktion Stream Factory. Das heißt, wir haben sogar noch mehr Library Code unter Umständen da drin hängen, wenn wir das nur benutzen. Aber hey, wenn wir entscheiden, dass wir das sowieso schon drin haben, dass wir uns daran gewöhnt haben, dann können wir das bequem weiter benutzen. Und wie gesagt, wir haben da drunter unter der Haube immer noch Symfony's HTTP Client mit den ganzen Funktionen. Und der große Vorteil ist, dass der Symfony HTTP Client vom Start weg darauf ausgelegt ist, sehr, sehr schnell zu arbeiten, asynchron zu arbeiten, Multiplexing zu unterstützen. Das heißt, dass ich quasi über eine Connection mehrere Requests zum Beispiel schicken kann und so ein bisschen die Bandbreite schon zu benutzen. Aus dem einfachen Hintergrund, diese Komponente wird in Symfony selbst in verschiedenen Komponenten benutzt und wir wollen halt nicht, dass das Framework plötzlich deine Anwendung langsamer macht und hey, ich benutze jetzt diesen Passwort-Constraint und seitdem ist mein Code super langsam. Entsprechend soll dieser Client natürlich möglichst effizient arbeiten, damit sich Leute nicht beschweren, dass das jetzt plötzlich eine schlechte HTTP-Client-Library sozusagen drin ist. Und um das Ganze optimal nutzen zu können, solltet ihr unter der Haube Curl haben. Das ist der Satz ganz unten. Das heißt, das ist auch das, was von Guzzle unter der Haube benutzt wird, die Curl-Library. Das ist die zum Beispiel auch mehrere Requests abschicken kann mit so einem Multicurl. Aber ich muss Curl nicht installiert haben. All die Sachen, die wir zu Anfang gesehen haben, dieses grausige fsoc open mit ich muss da mit SSL und händisch meinen Request schreiben, das macht der HTTP-Client tatsächlich im Zweifelsfall für mich, wenn ich den nativen HTTP-Client benutze. Und das Schöne ist, weil ich ja nicht unbedingt händisch entscheiden will, bin ich jetzt lieber beim Native-Client, bin ich lieber beim Curl-Client, weil der eigentlich empfohlen ist und besser ist, habe ich nochmal so ein generisches HTTP-Client-Create und der entscheidet für mich, hey, wenn du Curl installiert hast, gebe ich dir auch den Curl-Client. Aber von der Bedienung her ist es für mich komplett transparent. Die Clients sehen eigentlich komplett gleich aus. Genau. Um nochmal ein bisschen diesen Performance-Benefit zu zeigen, dachte ich mir, mache ich mal ein kleines Beispiel. Ich gehe mal kurz wieder in das... ich muss erstmal wieder aus der Präsentation raus. Gehen wir mal wieder auf so einen kleinen Beispielcode.
In dem Fall zeige ich jetzt mal ein Beispiel für einen Batch Request mit Gazelle 6. Und wir machen jetzt mal so einen kleinen Vergleich. Wie sieht man denn, dass die Performance besser ist vom HTTP-Client? Diese Test-API, die ich benutze, der kann man einen zusätzlichen Flag übergeben für ein Delay, um künstlich zu sagen, dass das Request länger dauert. Und ich habe dann einfach gesagt, ich will jetzt mal ein paar Requests erstellen. Eins mit einem Delay von 10 Sekunden, 3 Sekunden, 3 Sekunden, 5 Sekunden und 1 Sekunde. Das sind aufsummiert irgendwas ein paar 23 Sekunden, 22 Sekunden plus ein bisschen Overhead. Und entsprechend, was ich dann mache, ist über diese Delays drüber gehen, daraus jeweils wieder mir einen Request erzeugen. Wir erinnern uns, wir haben hier dieses Request-Objekt, das ist jetzt nicht PSR 18, das ist wirklich rein Gazelle 6. Ich erzeuge mein Request-Objekt, ich gebe das in den Client rein und kriege entsprechend eine Response zurück, die ich hier in einem Array sammle. Und ich merke mir hier einfach mal noch die URLs, damit ich weiß, für welche URL habe ich denn jetzt eigentlich so einen Request weggeschickt. Und am Ende kann ich dann über meine Responses drüber gehen und mir die ausgeben lassen. Und eine Sekunde, ich springe mal auf die nächste Slide, ohne die anzuzeigen, weil wir, oder doch, weil ich sonst auf den Link nicht komme. Gehe aus der Präsentation raus, da. Jetzt das gleiche Beispiel, quasi so ein Batch-Processing, was wir gerade in Gazelle 6 gesehen haben, nochmal mit dem HTTP-Client. Wir sehen wieder genau die gleichen Delays. In dem Fall ist es so, dass der Symfony-HTTP-Client, da brauchen wir nicht extra das Request-Objekt erzeugen, das haben wir gesehen. Ich kann das direkt in den Client reingeben. Ich habe hier meine Responses gesammelt und ich gehe hier genauso mit for each über meine Responses drüber. Der große Unterschied ist, hier brauchen wir für das Ganze so 10 bis 11 Sekunden anstatt 23 Sekunden. Und zwar ganz einfach, weil der HTTP-Client im Hintergrund für mich das Ganze schon optimiert und erkennt, hey, ich habe diese ganzen Requests, ich schicke die jetzt einfach mal ab, damit du nicht ewig lange warten musst, weil wenn ich jetzt sowieso eine Netzwerkverbindung aufmache, dann kann ich auch alle aufmachen, so nach dem Motto. Und um zu beweisen, dass das tatsächlich funktioniert, habe ich jetzt mal den Beispielcode. Das ist genau dieses Command, einmal mit Gazelle 6. Ich starte das mal, das wartet jetzt, bis es fertig ist. Ich starte das mal. Gucken wir mal rüber, hier ist noch nichts da, hier ist noch nichts da, hier ist noch nichts da. Ich hoffe mal, dass das Symfony Batch tatsächlich schneller ist. Das wird's. Symfony ist fertig und Gazelle 6 läuft und läuft und läuft. Das ist tatsächlich das Coole. Also der Client ist unter der Haube schon super schnell, ohne dass wir explizit was anders gemacht haben, als wir es eigentlich früher mit Gazelle gemacht haben. Und eine Sekunde, wo ist meine Präsentation? Da ist sie. Zack. Genau, und das ist quasi einfach nur so ein Standard-Default-Use-Case, den wir gemacht haben. Tatsächlich können wir den Client noch effizienter benutzen, indem wir zum Beispiel auf dem HTTP-Client die Stream-Methode benutzen. Wenn wir die Stream-Methode benutzen, geben wir der unsere Responses, die wir mit dem Client erzeugt haben, rein, weil wir diese Responses streamen wollen, und wir kriegen dann eine sogenannte Streamed-Response zurück. Und diese Streamed-Response, über die können wir dann auch drüber laufen und häppchenweise uns ausgeben lassen und könnten, bei diesem Batch-Processing werden die Requests wirklich in Order abgearbeitet, wie sie reingegangen sind. Wenn ich das Ganze über Streaming mache, sobald die erste Response da ist, kann ich die verarbeiten, kann die nutzen und kann dann wieder zum Beispiel reinspringen in das Ganze und kann mir die nächste Response holen. Das Ganze erfordert leider ein bisschen Aufwand, ist nicht so super bequem zu schreiben. Es gibt von Dan Leach, ich glaube morgen noch einen Talk zu Generators. Wenn ihr sowas mit Streaming nutzen wollt, ist das tatsächlich was, was euch mega helfen wird, um das Ganze noch effizienter zu gestalten. Ich habe hier aber tatsächlich, halt nein, nicht simple, ich habe hier mal noch ein kleines Async-Beispiel, was das Ganze vielleicht mal noch ein bisschen aufzeigen kann. Sieht erstmal im ersten Moment ähnlich aus. Ich schicke zuerst meine Requests wieder ab und kriege meine Responses. Diese Responses gebe ich dann an HTTP-Client Stream. Und jetzt kann ich, wie gesagt, auf diesen Streams arbeiten. Und wenn ich dann irgendwann meinen letzten Chunk habe, könnte ich hier zum Beispiel raus yielden und hätte dann meinen Generator, der irgendwann mir meine erste Response ausgibt. Wenn ich nochmal drauf gehe, meine zweite Response ausgibt und so weiter. Und sobald die erste Response da ist, kann ich darauf reagieren und die anderen Sachen werden im Hintergrund weiterhin geholt.
Wahrscheinlich wird man hier noch ein bisschen extra Handling machen wollen, dass man zum Beispiel auf Errors reagiert, wenn so ein Chunk nicht richtig da ist. Also man kann da noch deutlich mehr machen. Aber prinzipiell kann man so quasi noch schneller, man hat quasi nach einer Sekunde die erste Response, hat dann die nächsten Response, die nächsten, und man muss noch nicht mal die 10 Sekunden warten, sondern man kriegt noch schneller seine Antwort, sobald die erste Response da ist. Leider mit ein bisschen mehr Schreibaufwand, aber wenn man sich zum Beispiel bei Guzzle das Streaming anguckt, sieht das genauso aus. Also da hat man dann plötzlich auch ein bisschen Schreibaufwand. Okay, von daher, was ist das Fazit von dem Talk? Was solltet ihr mitnehmen? Zum einen, die HTTP-Client-Komponente ist super effizient und schnell. Und wenn ihr gerne zum Beispiel Microservice-basiert viel API-Requests durch die Gegend schickt, dann guckt euch diese Komponente an. Es kann sein, dass sie euch ein bisschen hilft, dass ihr bessere Performance habt. Das nächste Ding ist, auch wenn es schon viele, viele Libraries gibt, die es irgendwie gibt, man kann immer noch was neu erfinden und noch immer noch was besser machen. Es gibt seit Ewigkeiten Guzzle, Buzz und sonst was und Symfony hätte jetzt nicht unbedingt den eigenen HTTP-Client machen müssen, aber die Tatsache, dass Nicolas sich die Zeit genommen hat, von Grund auf das Konzept sich überlegt hat, hey, was ist mir eigentlich wichtig an dieser Stelle, und quasi da auf diesen Use Case drauf hingearbeitet hat, hat man eine Library, die quasi ihre eigene Nische hat innerhalb dieses komplexen Systems an anderen Libraries. Und dasselbe habt ihr natürlich in euren Anwendungen auch regelmäßig. Fangt jetzt nicht sofort an, euren eigenen ORM vielleicht zu schreiben, aber vielleicht habt ihr ab und zu mal Sachen, wo ihr merkt, oh, eigentlich diese Library benutze ich die ganze Zeit, die wird von allen benutzt, aber ich finde die super unbequem. Wenn ich das so und so machen würde, ist es vielleicht besser. Und probiert es einfach mal aus. Vielleicht findet ihr einen Weg, Sachen einfacher und besser zu machen für euch und für eure Anwendungen. Und ihr müsst nicht unbedingt auf die bestehenden Sachen einfach nur zurückgreifen, nur weil es sie alle gibt, sondern man kann auch ruhig mal ein bisschen gucken, ob man nicht noch was verbessern kann. Und das sind meine wichtigen Fazits. Und damit vielen Dank.